begrüße ich ganz herzlich. Ich habe jetzt einige Tage, oder besser gesagt, wir haben jetzt einige Tage nicht gevloggt. Es war nämlich ziemlich stressig. Wir haben das Weihnachts-Video komplett fertiggestellt. Wir mussten es ja drehen, schneiden, Voice-Over, dies, das. Und die Planer sind auch gekommen in der Zwischenzeit. Und es war einfach mega stressig. Planer einpacken, versenden, Bestellungen fertig machen und so weiter. In der Zwischenzeit sind auch noch einige Pakete gekommen. Ich muss noch die Geschenke fertig einpacken, da bin ich auch noch nicht fertig. Also es ist einfach so drunter und drüber. Babys natürlich noch im Bauch, Gott sei Dank. Und ja, wenn ihr dieses Video seht, ist schon der 24. Ich und der Papa müssen uns natürlich noch beratschlagen, wie wir weiter tun, ob wir jetzt weiter vloggen, bis das Baby kommt täglich oder ob wir jetzt jeden zweiten oder wie wir überhaupt das jetzt auf unserem Kanal handhaben werden. Ihr könnt ja gerne auch es in die Kommentare schreiben, ob ihr, wie ihr das cool finden würdet. Und ja, natürlich werden wir uns auch irgendwann mal eine kleine Auszeit gönnen, vielleicht wenn das Baby dann geboren ist, mal schauen, ich weiß nicht, dass wir halt auf jeden Fall so ein, zwei, vielleicht nur eine Woche nicht vloggen, keine Ahnung. Wir werden uns auf jeden Fall schnell noch ein Jäckchen anziehen und dann Essen einkaufen. Also wir müssen jetzt ein bisschen was halt so, wie soll ich sagen, für die Tage halt kaufen, wo jetzt halt mehrere Tage zu sein wird. Na, heute ist Mittwoch und dann ist jetzt Donnerstag, wollen wir nicht mehr raus. Also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Geschäfte zu. Na, Lebensmittelgeschäfte. Wir haben dann auch den harten Lockdown, das heißt, Geschäfte wie Kleidung und so weiter ist dann auch zu, aber das betrifft uns ja eher weniger. Wartet kurz, ich muss nochmal kurz das Video anklicken. Das betrifft uns ja im Endeffekt eher weniger. Ich bin dann auch froh, dass das Baby dann auch bald kommen wird. Oh mein Gott, die ganze Klasse, Baby. In 2 Wochen haben wir dann ein Baby zu Hause oder früher oder später. Mal schauen. Unfassbar. Der Papa führt hier den die Biotonne. Wie in China, diese Trip. Ja, okay. Also, der Papa ist hier schon tätig. Das war aber knapp. Ey. Nimmst du die Biotonne mit, oder was? Ja. Wann ist denn die Biotonne zum Abholen? 2021, aber ich hol sie. Echt jetzt? Morgen. Verarsch mich. Schaut, das würdest du jetzt in den Kofferraum stecken. Nehmen wir jetzt dieses Leergut mit? So, and again sind wir wieder hier. Und schaut euch mal das an. Alles XXL hier vor Weihnachten. XXL Flips und fette Chili con Carne. Das sind diese Dosen. Also nur so super. Oh Gott. Wisst ihr, ich hab, also wir haben so eine Dokumentation mal geschaut und dieses Rot ist ja Laus. Hey, was? Das ist Lauseblut. Floh oder also. Ja, aber rote Lebensmittelfarbe, schätze ich, alles, was rot gefärbt ist, ist mit Laus. Ja. Ja, aber davon brauchen wir jetzt aber nichts. Sauerkraut? Nein, ich glaube, wir haben schon genug Chips, oder? Ja, das ist Lamm. Wir kaufen jetzt auf jeden Fall auch über die Feiertage ein. Kartoffeln. Haben wir noch, aber eventuell kaufen wir vom Bauer von uns. Aha, okay. Falls wir noch nötig haben. Kohlrabi muss noch essen. Essen? Kohlrabi, ich hab's zu Hause, aber ich hab's vergessen zu schälen. Sind wir jetzt kurz wieder bei Merkur, unsere alte Leier, und dann müssen wir noch schnell zum neuen Mediamarkt, weil wir ein Ladegerät brauchen. Für? Etwas von den Geschenken. Batterien haben wir jetzt nicht gekauft beim... Für? Ja, die Geschenke.
Das Haus braucht doch Batterien. Können wir dann beim Mediamarkt kaufen? Weil bei uns haben dann die Geschäfte auch closed. You know? Na gut, dann steigen wir aus. Na gut, wir beeilen uns und wir. Ich muss dann einen Wagen holen für Ding. Okay. Ah. So, meine Lieben, einkaufen fertig. Und jetzt gehen wir weiter wieder einkaufen. Na, das ist ein. Nur kurz zum Mediamarkt was holen. Das ist ein Teil von einem Geschenk. Sozusagen. Ja, weil ohne das kann das Geschenk nicht funktionieren. Ja. Hast du das Batterien gekauft? Nein. Aber kaufen wir dann von Müller. Ja, so, wir sind zum Müller. Genau. Diese Maske ist schon ein Teil von meinem Leben. Bei uns allen, oder? Ich habe auch schon zur Seite gehen. Warte, zu dritt zurück. Ich habe mich versprochen. Ich hoffe nicht, dass es wieder so wie beim letzten Mal mit der Luisa. Wie? Wir gehen viel herum und dann kommt sie am Abend. Und dann sind wir zu. Wir gehen nicht viel herum, wir gehen nur bis zum Müller. Ja, aber der ist nicht so gerade um die Ecke. Hier sind wir auch fertig. Wir haben noch uns vom Strock irgendwas gekauft. Eine leckere Zimtschnecke. Aber wir dürfen hier leider nicht essen, weil Essen verboten ist. Ist logisch, sonst würde man die Maske runternehmen und dann nimmt sich jeder ein Sandwich. Und dann, weißt du. Können wir auch mit einem Schweinsbraten machen. Ich esse ja nicht im Lokal. Das hat ja gar keinen Sinn. Aus der Tüte. Ja. Chinesische Nudeln oder so. Und dann aber wir sind dann im Auto, ne? Ja. Ich muss überlegen, ob ich auf Klo gehen soll. Ich auch. Na dann, let's go. Nehmen wir die Kamera mit? Ich brauche sie nicht in der Kabine, aber du kannst ja gerne. Ich weiß nicht, wo sie abfilmen soll. Vielleicht haben wir dann voll gute Klicks. Wir sind wieder dort, wo wir vor ein paar Tagen waren. Selbe Situation, selbes Problem. Sophie hat ein Stück Fleisch gefunden. Mama? Ja, heute? Ja, drei habt ihr. Warte, ich schaff. Wieso hat sie diese. Aber weißt du, die Haare geht auch nach unten, die Ohren hängen. Ja, und die Augen sind so riesig, wie sie alle uns angucken. Meine Trachttasche. Was wir sehen und was die Sophie sieht. Eine ganze Familie, die sie anstatt. Natürlich, wir nein! Niemand darf meine Sachen haben! Wir dürfen Fleisch nehmen. Ich okay. Muss nur ein bisschen Fleisch nehmen. Michelle, aber sie sind nicht. Ich muss ein bisschen Kornfleisch. Jetzt plötzlich müsst ihr alles, Kornfleisch, dies, das rausnehmen. So, du musst jetzt das Fleisch aus der Tüte holen. Aber jedes Mal. Die Luisa kann sie anfassen, sie sind die Einzigen. Lara, hol das Fleisch aus der Tüte. Nein, das mache ich. Das macht der Papa. Bitte mal bis auf der Seite. Der Papa muss das machen. 27, der Beef ist auch hier. Die Sophie muss übrigens gebadet werden, weil die schaut ja richtig gatschig aus. 7.30 Uhr kommt er. Mama, ist das so? Ja, mein Baby. Mund absperren. Ich würde 50%. Da ist noch ein Zucker, aber sie hat wenigstens noch eins. Und sie hat noch eins. Ja, wenn das Fleisch jetzt draußen ist, ist der Flair weg, Papa. Wieso, da gibt es noch Öl? Oh, langweilig. Es geht wahrscheinlich auch um die ganze Tüte. Na, ist ja das Fleisch. Würste. Ja, oder? Das ist nicht. Wenn du sie provozierst, kein Problem. Ah, darf meine Sacke. Ah, darf nichts mehr rausnehmen. Sacke. Wir sind jetzt immer gerade nach Hause gekommen, bin voll aus der Puste. So, morgen wirst du gegessen. Sophie? Schau dir mal die Sophie an. Der Patrick war vorhin Gassi. Ist das mit Affen? Ich will nicht sagen. Der Patrick war vorhin Gassi. Mama. Sie freut sich schon. Und der ganze dreckige Pelz. Sophie, warst du Gassi? 9 mm. Hast du mit Patrick Gassi? Und 12. Du machst Haare schneiden? Halt, vergiss, wie das geht. Dann musst du so. Na! Wir fallen unter die Tür aus! Super! Ja! Sophie legt sich sicher gleich hin, oder?
Sophie hat sie schon hingelegt. Wow! Wow, du schaust wie ein Hund aus. Wow, kein Schaf mehr? Meh. Wenn die Sophie rauskommt, keiner wird sie erkennen. Ich auch. Sophie, was machst du? Sie entspannt sich beim Friseur. Ganz normal. Ganz normal. Das ist von mir. Ich habe gerade meine Schnauze gerasiert. Ah, Sophie! Bist du vor Weihnachten nochmal hübsch gemacht, ne? Ja, vielleicht bekommst du auch irgendwas von Weihnachten, wenn die nicht so wie ein Penner aussagen, ne? Nee, Penner. Das kann man nicht sagen. Wie ein Straßenköter. Ja, ich weiß nicht. Bist du ein Straßenköter, oder wie? Wie eine Ratte. Ja, wir sind gut. Aber die Ratten sind nicht gut, oder was? Ja, ich glaube. Ah, fertig. Du hast nur am Rücken. Fertig, Sophie, du schaust lebend aus. Really, Digga? Really, wow, Digga? Wow, wie schön ist meine Sophie. Na, wenn das schön ist, dann komm her, du bekommst das Lächeln. Wow, so ein hübscher Wauwau. Lanza, da liegt ein Patient. So, alle rein. 1, 2, 3. Holt den Nachbarn auf. Habt ihr Eintritt gegeben? Lass Jamie los, hat sie. Jamie das wollte auch rein, unbedingt. Hat sie gesagt. Na, sie stand aber bei der Tür. Oh. So ist das im Bundesjahr oder im Gefängnis. Zuerst mal Haare auf 3 mm, oder wie? Genau. Sie ist das lange Haare. Bist du Rock, ja? Aber bei dir, Papa, als du ins Bundesheer gekommen bist, haben sie gesagt, ja, super, deine Haare sind schon richtig. Ich wollte richtig vorbereitet. Hab ich gesagt? Nein. Aber deine Freunde haben doch auch nicht kurze Haare gehabt. Das war ja was früher. Mal schnell, wie die Sophie aussieht. Der Papa hat sie auch noch schnell geduscht. So sieht sie aus. Wartet. Sophie! Ich finde, sie sieht jetzt viel jünger aus. Sophie! Sophie! Zeig dich mal. Da ist sie nicht mehr so lang, weil sie hat kein Bart mehr. Und ihre Haare sind auch nicht mehr so lang, sondern so kurz. Das hat der Papa schon mal bei der Sophie gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der Papa das auch gefilmt hat. Ich glaube schon. Oh, Juppie. So sieht sie aus. Ich finde wirklich, dass sie viel jünger aussieht. Wie findet ihr es? So, meine Lieben, wir sind ganz schön gebadet und flauschig frisiert. So, wieso siehst du? Die Michelle hat sie euch schon vorhin gezeigt. Sie schaut einfach, weiß ich nicht, 10 Jahre jünger aus. Ja. Wobei sie erst 2. Du bist so flauschelig. Au, so. Lara! Du bist flauschelig? Ja, weil ich rasiert bin. Rasiert. Und Sophie hat sie rasiert? Rasiert. Sie hat Brasil gemacht. Wer? Brasil Waiting. Wer? Und wir chillen seitdem eigentlich. Seitdem wir geboren sind. Was redest du? Mein ganzes Leben haben wir gechillt. Wir chillen jetzt seit einigen Stunden schon hier auf der Couch. Essen Mandarinen, schauen ein bisschen fern. Das haben wir jetzt gebraucht, weil wir die Tage wirklich wieder voll viel gearbeitet haben. Und morgen ist Weihnachten, da haben wir wieder viel zu tun. Kochen, backen, yay! Das mögen wir gerne. Da kommt man auch wieder so ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung, weil ohne Schnee ist das schon ziemlich traurig. Ohne Schnee? Schnee. Schnee. Ist so heiß. Heute waren 10 Grad draußen. 16. 16. Ja, cool, oder? Schauen wir mal. Na gut, meine Lieben, wir verabschieden uns vom heutigen Vlog und wir sehen uns dann zu unserem Heiligabend.